Willkommen Leute zu Smite. Wir spielen jetzt wieder zusammen mit Leon. Hallo. Und ja, wir werden jetzt ein geschmeidiges 3 gegen 3 Duell machen und mal gucken, wie es ausgeht. So. Erstmal würde ich sagen, spielen. Normal. Duell. Hier steht's. 3 gegen 3. Teams mit 3 Spielern kämpfen auf einer Wegkarte mit seitlichen Dschungel. Das bedeutet, man hat nur einen Weg, wie der Name sagt, eine Wegkarte. Und ein Jungle, wo du halt Buffs holen kannst. Aber ich finde den Modus persönlich am besten. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Leon, aber... Ja, ich auch. Schön simpel, einfach, um reinzukommen. Die Besten bin ich. Wir werden aber unser Bestes geben. Genau, wie man sieht, wir haben auch als noch nicht allzu so viel gespielt. Level 15 bin ich jetzt zum Beispiel. Geht mir nicht anders. Und ja, wenn man mal guckt, was ich für Götter habe, da ist auch nicht viel. Aber warte, gemeistert, also zwei sind hier gemeistert von vier, die ich gemeistert habe, und ja, also viel ist das nicht und deswegen nicht lang schnacken, mal gucken, wie es wird. So, dann solltet ihr euch gleich schon mal nicht erschrecken, weil wenn ein Spiel gefunden wird, wird es ziemlich laut, kurzzeitig. Ja. Aber wird schon. Also ich werde mit Nid spielen. Persönlich, kurzes Statement. Ich finde Nid gut für den Anfang. Nid ist einfach zu spielen, leicht zu skillen. Und ja. Was wirst du spielen, Leon? Und ich spiele Ratarosk, ein nordischer Gott. Assassinenrolle. Sehr eigentlich, ja, leichter zu spielen, weil man ein bisschen passiver spielt, sich die einzigen Leute rauspickt. Damage geben tut er gut. Ja. So für den Anfang perfekt. Ja, wenn man auf Damage-Taker steht. Das hört sich gut an. Ich würde sagen, warten wir mal gucken. Vielleicht dauert es ja nicht so lange. Und ja, was kann man groß zum Spiel Smite erzählen? Smite ist eine Art LoL. Jeder kennt LoL, denke ich mal, League of Legends. Und ja, also ich persönlich finde natürlich Smite viel besser als LoL. Also LoL kann ich gar nichts abgewinnen. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Leon, aber ich... Wenn ich ehrlich bin, LoL habe ich nicht gespielt, aber Dota 3. Und bei Dota 3 ist das ziemlich ähnlich wie LoL. Also da finde ich doch Smite die bessere Variante. Smite macht Spaß, ist einfacher als LoL und ja. Mal gucken. Also wir warten jetzt schon seit einer Minute 30. Eigentlich... Sehr ungewohnt für dieses Spiel. Ja, das stimmt. Ich hoffe, es dauert jetzt nicht allzu lange. Wenn ja, tut's mir leid. In der Zeit gucken wir einfach uns ein paar Götter an. Damit es nicht langweilig wird. Dann erkläre ich euch mal, welche ich persönlich, mit welchen ich schon Erfahrungen gemacht habe. Also mit Armor sieht man, habe ich einmal gespielt. 7 von 50 Punkten. Was bringen diese Punkte überhaupt? Die Punkte bringen ganz einfach einen Gottesrang. Was bringt der Gottesrang? Ich weiß es nicht. Weißt du es? Ja, umso höher ein Gottesrang. Ab Gottesrang 5 könnte man sich zum Beispiel legendäre Skins sozusagen holen. Und bestimmt Pakete für die einzigen Helden, Götter, wenn man es nicht will. Ja, da habt ihr das gehört. Da war der Ton. Und ja, hier ist die Nid. Die werden wir jetzt spielen. Ich habe hier auch schon einen Skin. Das ist der zweite käufliche Skin, den ich persönlich habe. Ich finde ihn super, der Skin. Weil blau ist eine schöne Farbe, also meine Lieblingsfarbe. Neuer Fact hier erfahren am Start, ne? Und ja, was spielst du denn da Schönes? Man sieht, ich spiele ein kleines süßes Eichhörnchen. Was an sich nicht so süß ist. Ja, und unser Teammate, der kann hoffentlich was und die Gegner können hoffentlich nichts. Er hat Ra. Was kann man zu Ra erzählen? Schwierig zu spielen, meiner Meinung nach schlecht. Wie siehst du's? Er geht zu spielen. Ist gut, wenn man ein gutes Team hat und nicht vorankommt. Aber da die Gegner auch Ra haben, könnte es ziemlich nervig für uns werden. Loki ist auch sehr nervig. Auch nordischer Gott. Artemis müsste... Griechisch, glaube ich, sein. Ra ist natürlich ägyptisch. Ja, dann. Wir haben hier schon fertig geladen. Jetzt geht's los. So. Nee, ich möchte nicht zurückporten. K? Oh. Ja, ich komme gerade voll nicht mit der Steuerung. Tut mir leid. Wir waren kaufen. I? Ah, ja. Was ich euch empfehlen kann, ist immer...
nicht das komplette Geld auszugeben, sondern zum Beispiel hier in dem Fall die Stiefel zu kaufen und dann schon mal auf hier physische Kraft gehen, weil das wird später sehr wichtig werden. Man sieht hier F1, F2, F3. Man startet mit Level 3 und hat 3 Attacken. Ja, der Leon lacht sich einen weg, wie man gehört hat. Und ja, irgendwas, ich weiß nicht was, aber läuft hier. No, der hätte ich fast rar gekriegt, aber da Loki eingesprungen ist, wurde es leider nichts. Der hat mir ein bisschen zu viel Schaden gegeben. Ja, Loki, was kann man zu dem sagen? Ein kleiner, nicht schöner Mensch, mal nett ausgedrückt, weil ich möchte jetzt hier keine Schimpfwörter benutzen, aber ein ziemlich Charakter für Anfänger. Und ziemlich hinterhältig. Ja. Er ist auch der nordische Gott irgendwie der Hinterhältigkeit, wenn ich mich nicht komplett täusche. Wenn ihr genaueres wisst, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Genau. Ich kenne mich leider nicht so ganz mit der nordischen Mythologie aus. Ja, da sieht man auch da Ra, also Ra ist eher so ein Antreiber, das heißt einfach, er macht nicht so den Damage, aber kann halt zum Beispiel jetzt mit einer bestimmten Attacke kann er halt seine Teammates heilen. So, ihr habt hier gerade Loki gesehen. Er hat sich auf einmal hinter mir geport, also auf einmal hinter mir. Und ja, hier sehen wir gerade Leon, wie er in einem Mana-Buff ist, glaube ich. Genau. Und ja, ja. So, dann haben wir uns jetzt hier erstmal die... Und da habe ich leider schon wieder auf Fresse gekriegt, weil die Gegner leider mitgekriegt haben, dass ich im Mana-Camp war. Ja, wie ich feststellen muss, sind die Gegner bis jetzt schon mal gar nicht so schlecht, aber das ist uns natürlich egal, weil wir geben das Beste. Wir werden kämpfen, vielleicht siegen, vielleicht auch nicht, aber wir werden nicht aufgeben. Denn aufgeben tun nur Loser. Das Schwere bei Ratte, Lost, ist halt einfach, nur, dass er echt nichts aushält. Und er macht zwar ein bisschen Schaden, aber das ist echt minimal im Vergleich zu anderen. Da kann ich euch dann doch im Gegenteil eher Need empfehlen. Need ist einfach zu spielen, ziemlich overpowered und macht einfach Spaß. Da habe ich wieder mal keinen Support von meinen Leuten gekriegt und bin leider wieder gestorben. Krass und knapp. Also so ein Dreier-Match empfiehlt sich am besten natürlich, wenn man noch einen dritten hat. So, dass man einfach reden kann, dann ist es am besten. Wer was macht. Ich gehe noch mal kurz im Mana Camp bisschen leveln. Leveln ist sehr wichtig bei meinem Charakter. Damit die Attacken besser werden. Ja, man sollte das Leveln in dem Spiel allgemein nicht unterschätzen, weil wenn man zum Beispiel bei mir guckt, ich bin Level 4, genauso wie Leon. Unser Teammate ist Level 6. Das heißt, wir sind im Prinzip unterlevelt. Das heißt, haben bald keine Chance mehr gegen die Gegner. Wow. Da habe ich eine Ulti schon abgedrückt. Wie man sieht, Ulti sind sehr gefährlich. Man stirbt relativ sehr schnell. Und ja, wenn man einmal unterlevelt ist, dann hat man Schwierigkeiten im Spiel mitzukommen. Ja, ich denke mal, wenn das so weitergeht, wird das ein ziemlich schnelles Spiel. Da ist schon wieder Loki, der Komiker. Oh. Ich töte aber erstmal die Ads, damit ich EP und alles krieg. Da bin ich leider in eine Falle rein, bevor ich Loki angreifen konnte, was auch immer. Ich werde mal schauen, ob ich mir den Damage-Buff abholen kann. Kostenlosen. Das ist nämlich auch ganz wichtig und geil, wenn man sowas hat. Dann drücke ich mal die 4, weil noch hat keiner mitgekriegt, wo ich wirklich bin. Und dann komme ich mal runtergeflogen und versuche mein Bestes und bin wieder tot, da ich nur Ulti fresse. Ja, da war das Schwein wieder am Start hier. Eine Ulti, die, wenn man sie richtig einsetzt,
sehr gemein sein kann. Ja. Vor allem gegen einen Nahkämpfer. Wie mich. Da ist der Loki, der sich einfach wieder weggeportet hat und ja. Er ist einfach nervig, wenn man gegen ihn spielt. Also das kann man auf jeden Fall definitiv sagen. Da er auch immer von hinten kommt, ist es auch echt wirklich nervig. Und jetzt hatte ich wieder die Arschkarte, da zwei auf mich gehen. So, jetzt werde ich... Ported wird, ist echt schwer für mich an ihn ranzukommen und jemanden zu töten. Mein Problem ist einfach, ich bin unterlevelt. Das ist leider ein großes Problem für mich. Richtig unterlevelt sind wir noch nicht. Wäre immer ein Level hinterher, das ist noch halbwegs machbar. Und ich krieg richtig aufs Maul. Ja. Ja, so ich... Aber ich habe wenigstens einen getötet. Weil der Tower für mich den Rest gegeben hat. Ich denke mal, wie ihr hier mit, wie ihr seht, habe ich beziehungsweise skill ich immer schön auf Damage. Das ist ganz wichtig bei Need. Damage und Leben. So kann man die gut spielen. Ja, da ist jetzt halt nur noch dieser Loki und ja, ist halt einfach ein nerviger Typ. Anders ich kann ich ihn meine Ulti an. Nicht beschreiben. Um ein bisschen zurückzubringen. Und da bin ich schon wieder in der Falle von der alten Komikerin. Von der Metzinsis, die hat hier noch eine Falle. Sind ganz nervig. Großen und Ganzen. Wenn man sich echt nicht bewegen kann. Ja, ich habe auch hier gerade irgendwas umgestellt in meinem Spiel. Meine Fähigkeiten blinken einfach richtig komisch und ich habe keine Ahnung, was das ist. Und ich bin leider mal wieder gestorben. Zu viele Gegner auf dem Haufen. Ra wird echt hardcore supported von den Gegnern. Gefeedet? Ja, supported. Aber Artemis ist ein bisschen gefeedet schon. Zwei Level über uns. Was bedeutet überhaupt gefeedet? Punkte zugedrückt, auf gut Deutsch. Also ich würde gefeedet einfach ganz einfach erklären. Wow. Gefeedet. Ich hatte keine Chance gegen den Sterndämon. Ja. Mal gucken, was machen wir hier noch? Ja, also ihr seht, die sind jetzt einfach schon bei unserem Phoenix, also... Das wird wahrscheinlich gegen uns ausgehen, die Runde. Die haben halt jetzt einfach schon unseren Tower mal easy peasy weggehauen. Wie ich sagte, nach 8 Minuten ist das Spiel gefühlt fast rum. Weil die halt echt stark sind. Sie sind nicht die dümmsten. Ja, sobald ein Team ein Titan zerstört bzw. ein Phönix, was passiert denn dann, Leon? Genau, dann kriegen die kleinen Ads, die man hier vielleicht beim Blue Ghost sieht, die kleinen Affen von unserer Seite aus, uns Affen. Ja. Versuch mich mal einfach mal gerade ein bisschen zu verstecken. Da kommt Loki! Und der hat mich leider mit Ra noch aus meiner Ulti gekriegt, weil ich nicht schnell genug verschwinden konnte. Was auch wieder nervig für mich ist, da ist mein Damage-Buff wieder vorbei. Alter, diese Art-Minis, Alter, wow. Die wird auch gepatcht. Also die wird auch ein bisschen gebufft auf jeden Fall. Wow. Das könnte eventuell das echt das Ende für uns sein. Ja, wow, echt. Da ich alleine bin und ja, ein Einzelpickup, sag ich jetzt einfach nur so. Da war ja klar, dass wir wieder einen Russen im Team haben.
der ja natürlich nur wieder am Rumfluchen ist. Gut. Dass kein Schwein ihn versteht. Jetzt mal ganz höflich ausgedrückt. Denn ich bin nicht das Russisch mächtig, deswegen keine Ahnung, was der von mir will. So, jetzt habe ich mal das Power-Eichhörnchen spielen lassen. Das geht halt ganz gut mit einem Eichhörnchen. Von hinten kommen. Hört sich zwar ein bisschen bescheuert an, von hinten kommen, aber es klappt ganz gut. Wie sagt man so schön? Der Weg ist das Ziel, ne? Genau. Kann ja gleich sein, dass ich angegriffen werde vom Ra. Ja, da haben wir jetzt auch den Tower zerstört. Das heißt, es ist wieder ausgeglichen vom Tower her schon mal. Und Loki hat mich wieder in seine Special Attacke gekriegt, dass er einfach ramboostet und da hält man ihn gar nicht mehr auf. Der haut einen einfach nur platt. Ja, ich merke das hier gerade erst ganz schön am Escalation. Ja, so ich persönlich alleine kann natürlich jetzt nicht viel ausrichten, deswegen werde ich erstmal hier hinter den Phönix mich positionieren, der natürlich ordentlich einen eingeschenkt bekommen hat. Und ja, da kann ich jetzt leider auch nicht so viel machen. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie ich gestorben bin, aber war lustig. Da ich ein bisschen zu spät war, bist du leider noch gestorben, Lukas. Ja, gucken wir mal kurz hier Leon zu in der Zeit, in der wir respawnen. Noch 13 Sekunden. Ich habe gehört, dein Eichhörnchen kann sich verändern von der Farbe. Was hat das mit dir auf sich? Es gab früher drei verschiedene Richtungen, wo man das Eichhörnchen skalieren konnte am Anfang. Das hatte hier mit den hier zu tun. Mit den drei. Wo ich jetzt leider auch verkackt habe, weil ich zu wenig Schutz habe. Was ich gleich mal kurz ändern werde. Früher gab es drei Richtungen von den Eichhörnchen. Man konnte diese Eichel in verschiedene Richtungen ausbauen auf Blitzschaden, Sturmschaden und Heilung. Mittlerweile geht, glaube ich, nur noch Heilungsschaden sozusagen, dass man geheilt wird, wenn man den Gegner trifft. Also quasi sowas wie Lebensraub. So ungefähr, ja genau. Ich kann ja jetzt mal sagen, was das genau macht. Es gibt mehr Kraft und Rathalos wird jedes Mal geheilt, wenn mit einer Fähigkeit ein Ziel trifft. Also immer wenn ich jemanden treffe mit meiner Fähigkeit, kriege ich Leben dazu. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, also bin ich mal wieder in Ra's Ulti gerannt. Und ich habe einfach mal kurz einen Dreifach-Kill gemacht. Weil jetzt ist mein Eichhörnchen so langsam gut gelevelt, dass ich echt extrem viel Schaden raushau. Weil ich eine spezielle Klinge habe und mittlerweile physischen Schutz noch dazu geholt habe. Und gleich gehe ich noch auf Angriffsgeschwindigkeit. Was an sich nicht viel braucht. Aber das Eichhörnchen ist echt schon gut. Komm, rein, Bogenschütze. So, ich habe den Phönix fast komplett alleine down gehauen. Leider hat das zur Folge, dass ich eine sehr lange Respawn-Zeit habe. Ja, 203 Damage inzwischen. Und ich überlege, ob ich jetzt noch auf Verteidigung mehr gehe. Oder ob ich auf Angriffsgeschwindigkeit gehe. Ja, jetzt ist hier auf physischer Schutz dazu kriege, ich mir einfach mal die Klinge. Jetzt sieht man leider, dass unser Phoenix down gegangen ist. Ja, ich hätte auch keinen Schaden.
konnte nichts mehr machen. Ja, jetzt werdet ihr sehen, was die Gegner mit unserem Titan machen, nämlich ordentlich ein Einschenken. Und damit haben wir leider verloren. Aber trotzdem, dass die Runde euch ein bisschen Spaß gemacht hat zum Zuschauen. Wir haben uns halt versucht, noch das Beste rauszuholen. Hat leider nicht mehr ganz geklappt. Aber im Großen und Ganzen sollte es eigentlich eine witzige Runde gewesen sein zum Zuschauen. Ja, das denkt ihr auch. Trotz der Niederlage und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Haut rein. Geheilt, wenn mit einer Fähigkeit ein Ziel trifft. Also immer wenn ich jemanden treffe mit meiner Fähigkeit, kriege ich Leben dazu. Ja, das hört sich doch gut an. Ja, also bin ich mal wieder in Ra's Ulti gerannt. Und ich habe einfach mal kurz einen Dreifach-Kill gemacht. Weil jetzt ist mein Eichhörnchen so langsam gut gelevelt, dass ich echt extrem viel Schaden raushau. Weil ich eine spezielle Klinge habe. Mittlerweile physischen Schutz noch dazu geholt habe. Und gleich gehe ich noch auf Angriffsgeschwindigkeit, was an sich nicht viel braucht. Aber das Eichhörnchen ist echt schon gut. Na komm, geh rein, Bogenschütze. So, ich habe den Phönix fast komplett alleine down gehauen. Leider hat das zur Folge, dass ich eine sehr lange Respawn-Zeit habe. Ja, 203 Damage inzwischen. Und ich überlege, ob ich jetzt noch auf Verteidigung mehr gehe. Oder ob ich auf Angriffsgeschwindigkeit gehe. Ja, jetzt ist hier auf physischer Schutz dazu kriege, hole ich mir einfach mal die Klinge. Jetzt sieht man leider, dass unser Phoenix down gegangen ist. Ja, ich hätte auch können schon. Und da wurde ich leider von dem Warzenschwein festgehalten und konnte nichts mehr machen. Ja, jetzt werdet ihr sehen, was die Gegner mit unserem Titan machen, nämlich ordentlich ein Einschenken. Und damit haben wir leider verloren. Aber trotzdem, dass die Runde euch ein bisschen Spaß gemacht hat zum Zuschauen. Wir haben uns halt versucht, noch das Beste rauszuholen. Hat leider nicht mehr ganz geklappt. Aber im Großen und Ganzen sollte es eigentlich eine witzige Runde gewesen sein zum Zuschauen. Ja, das denkt ihr auch. Trotz der Niederlage und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Haut rein. Und damit haben wir leider verloren. Aber trotzdem, dass die Runde euch ein bisschen Spaß gemacht hat zum Zuschauen. Wir haben uns halt versucht, noch das Beste rauszuholen. Hat leider nicht mehr ganz geklappt. Aber im Großen und Ganzen sollte es eigentlich eine witzige Runde gewesen sein zum Zuschauen. Ja, das denkt ihr auch. Trotz der Niederlage und ja. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Haut rein.